Evan Sophie Siavash war bei Dieter Dehm zu Gast. Und was die beiden zu erzählen hatten, das schauen wir uns jetzt gemeinsam im Stream an. Ich habe mir das vorher noch nicht alleine angesehen, deswegen machen wir das jetzt, wie gesagt, zusammen. Wie gesagt, Dieter Dehm, das ist ein Politiker von Die Linkspartei, einer der wenigen vernünftigen Politiker, den es da noch gibt. Ich nehme mal an, dass er auch bald aus der Partei ausgeschlossen wird. Ich meine, wenn man vernünftig ist, dann kann man in dieser Partei nicht sonderlich weit kommen, beziehungsweise wird sehr schnell rausgekegelt. Und Kevan Sofi Siavash, ja, der wird ja sowieso überall gecancelt, unter anderem, weil er sich für ein friedliches Zusammenleben der Völker einsetzt. Ich meine, das ist ja auch ganz schlimm. Ort deshalb der Produktion war ich ja bei der ersten Ausgabe, war sehr schön. Nein, ich bin im Moment auf Tour, kann man vielleicht auch erkennen. Ich bin ja in meinem kleinen Tourbus, mit dem ich rumfahre. Ich war jetzt die letzten 3 Tage in Österreich, habe jetzt 2 Off-Days, wie man sagt, wo ich aber trotzdem arbeite natürlich. Und dann geht es weiter mit meiner Tour durch Österreich und die Schweiz später. Also kannst du finden auf sophisticated.net. Und da geht es um all das, was ihr hier gerade sagt. Angst, Essen, Freiheit auf oder aber auch die Macht der Propaganda. Weil das, worüber wir reden und wie wir es einzuschätzen haben, das wird ja uns immer schon so vorsortiert, damit wir es nur noch einordnen können. Das wäre ja ohne Massenmedien und deren Propagandawirkung gar nicht möglich. Und das ist der ewig gleiche Zaubertrick. Und ich kann in diesem Vortrag, der 4 Stunden übrigens geht mit Pause, zeigen, dass eben die Sozialwissenschaften zusammen mit den Geheimdiensten sehr genau erforscht haben, wie man eben das Unterbewusstsein mit entsprechenden parkenden Programmierungen so manipuliert, dass am Ende immer der Bürger genau das denkt, was die entsprechenden haben wollen, weil der Mensch doch nicht so unabhängig ist, wie er glaubt. Wir nennen das Erziehungssystem. Im Grunde ist es eine frühe Form von Drill. Und da bin ich wieder bei Herrn Marx, der ja mal gesagt hat, die Gedanken der Herrschenden sind, oder die Meinung der Herrschenden ist die herrschende Meinung. Das ist alles nicht neu. Und in der heutigen Informationsgesellschaft brauchst du ja auch kein Fernsehen mehr, du brauchst auch keine Goebbels-Schnauze mehr. Es reicht, wenn du die Menschen via Smartphone erreichst und sich da freiwillig vorsetzen und sie mit Subbotschaften zugeballert werden. Und wenn man eine Mainstream-Meinung bekommt und niemand dazu zu stehen hat, dann spürt man... Ja, ich unterbreche jetzt Kevan hier an einigen Stellen, selbst wenn er gerade in seinem Redefluss ist. Ich meine, der am Anfang hat zu reden, hört er gar nicht mehr auf. Deswegen ist es, glaube ich, nochmal wichtig, diesen einen Punkt jetzt zu thematisieren. Propaganda ist in der heutigen Zeit leichter denn je, sich zu informieren, ist aber auch leichter denn je. Deswegen ist es wichtig, dass die alternativen Medien stärker werden, damit wir eben dieser stärker werdenden Regierungspropaganda etwas entgegensetzen können. Sehr schnell, wo der Mainstream ist, und wenn man davon auch ein Müh abweicht, dann wird man aus der Herde gedrängt, da wird mit Isolation gedroht, und wer gar nicht mitspielt, der endet wie Julian Assange. Das ist natürlich extrem gemein für jeden, nicht auszuhalten, und deswegen sind wir alle diejenigen, die den Kotau machen. Wir haben es bei Corona gesehen, die meisten haben am Ende des Tages die Maske nicht aufgesetzt aus gesundheitlichen Gründen, sondern um nicht ausgeschlossen zu werden. Also darüber mache ich eine Tour, aber was du da alles gesagt hast, das ist, gehört eben auch dazu, dieses Links-Rechts. Ich möchte mal das Bild dieser Machtkonstellation, in der wir uns hier befinden, mal kurz zeigen. Also dieses Links-Rechts, das existiert ja in der Machtpyramide nur unten. Weil ganz oben, da ist das dasselbe. Da gibt's das gar nicht. Also ganz oben ist es vollkommen gleich, ob du rechts oder links bist. Hauptsache, du trägst dazu bei, dass die Spitze die Puppen tanzen lässt. Und wenn sich dann halt die falschen Leute treffen, an der falschen Stelle in der Pyramide unten, dann sagt man, die sind links oder rechts. Also von daher, wenn irgendjemand sagt, ja, die sind rechts, mit dem darf man sich nicht treffen, hätte man sich mit denen treffen dürfen, wenn die links auch nicht. Also interessiert mich gar nicht. Das ist wirklich so albern. Das juckt mich auch gar nicht mehr. Wenn irgendjemand sagt rechts, links, dann ist es ein Intelligenztest, ob du darauf überhaupt noch antwortest. Mich interessiert es gar nicht. Und wenn so jemand was zu mir sagt, das ist wie, ich habe heimlich Netflix geschaut, weil ich glaube, das ist besser als das, was das deutsche Fernsehen Unterhaltung bietet. Das ist so. Ich guck's nicht. Also ich reagiere da gar nicht mehr drauf. Es soll davon ablenken, irgendwelche Geplänkel um Dinge, um die es wirklich geht. Und da sollten wir vielleicht relativ schnell zur Geopolitik kommen. Ich finde das immer super, wenn es parlamentarische Demokratie gibt. Aber in Wirklichkeit hat der Frank Zappa recht, ist Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie. Zu sagen haben wir in Wahrheit gar nichts, Geld regiert die Welt, weil wir leben ja längst in einer marktkonformen Demokratie. Und wenn dann an der falschen Stelle die falschen Leute Sachen entscheiden könnten, dann macht man so und dann... Marktkonforme Demokratie, das ist das Stichwort. Die Reichen haben mehr zu entscheiden als die Armen. Beziehungsweise die Reichen können komplett kontrollieren, wo es lang geht. Das ist in den USA tatsächlich noch extremer als hier in Europa, aber auch hier in Deutschland. Da bestätigt mittlerweile sogar schon der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, dass die Wünsche und Vorlieben der unteren Hälfte der Bevölkerung keinen Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung haben. Die oberen 10%, da ist die Korrelation mit dem, was die oberen 10% wollen und dem, was die Regierung dann macht, allerdings sehr, sehr hoch. Weitergehend hat man es dann nicht untersucht. Also es wäre noch interessant gewesen, wie das bei den oberen 0,1% und im Regierungshandeln gewesen wäre. Also ich nehme mal an, da wäre die Korrelation noch höher gewesen.
werden Milliardensummen einfach aus seinem Land rauskatapultiert und dann wird das Ganze kaltgestellt. Und darum geht es am Ende des Tages. Und ich bin gleich fertig. Wir sehen eben, dass wir bei allem, was wir im Moment auch an Geplänkel in Deutschland haben und so, ja, es gibt einen großen Konflikt, auf den sich die Vereinigten Staaten vorbereiten. Das haben sie schon vor vielen Jahren auch gesagt, und zwar der unausweichliche Krieg gegen China. Und alles muss man unter dieser Prämisse sehen, unter einordnen. Und dann versteht man das eben auch. Und dann hat das nichts mit Hellsichtigkeit zu tun, sondern wir werden ein Fachspiel vorbereitet. So ist das. Kevin, bevor wir zur Geopolitik kommen. Heute haben wir Rosa Luxemburg geehrt. Die ist jedenfalls im Jahre 19. Also müsste das... 105 Jahre ist es her. Ja, 5 Jahre. 5 plus, sonst kannst du ja ausrechnen. Ermordet worden mit Karl Liebknecht am gleichen Tag. Also sie wurde in dem Hotel Eden hier von einem rechtsextremen Soldaten, bekam sie eine Pistole auf den Kopf geschlagen, dann ins Auto gezerrt, dann im Auto noch eine Kugel abgeschossen und dann reingeschossen und dann in den Landwehrkanal geworfen. Erst lange später wurde sie dann gefunden und sie wurde dann irgendwann, wurden, glaube ich, Teile von ihr beigesetzt in Friedrichsfelde, wo auch viele andere Antifaschisten liegen. Was bedeutet Rosa Luxemburg neben dem klassischen Satz, die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden? Was bedeutet Rosa Luxemburg für dich? Na, Rosa Luxemburg bedeutet für mich zweierlei, eine aufrechte Frau, die ein Ideal hatte, aber auf der anderen Seite naiv war, dass sie gedacht hat, naja, das ist ja moralisch richtig und da wird man die ja mich nicht für angreifen. Nee, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd und ihr ist es so gegangen, wie es vielen anderen auch eben gegangen ist. Die hat sich ja quasi, man hat ihr zugehört und dann haben sehr viele ihr zugehört. Die Frau hat ja Recht und wenn das dann umgesetzt wird, weil ja Recht und Gerechtigkeit zusammengehört, dann könnte das die entsprechenden Machtstrukturen gefährden und deswegen hat man ihr eine Kugel verpasst. Das geschieht ja nicht im luftleeren Raum. Das ging einem Malcolm. Ich glaube nicht, dass sie so naiv war. Also sie hatte sich ja noch, weil sie eben realistisch gesehen hat, dass Deutschland 1919 noch nicht reif für eine Revolution war, sich bei der KPD gegen diese Revolution ausgesprochen. Hat dann trotzdem daran teilgenommen, wurde dann dafür erschossen. Also sie war eine derjenigen, die gesehen haben, dass der Aufstandsversuch, sollte man ihn wagen, wohl scheitern wird. Ich meine, die SPD hatte ja damals Rosa Luxemburg, das ist eine deutsche Kommunistin, die sich im Ersten Weltkrieg für Frieden eingesetzt hat und nach dem Ersten Weltkrieg für ein sozialistisches Deutschland. Die wurde von mit der SPD verbündeten Militärs, rechtsradikalen Reichskorps erschossen, zusammen mit Karl Liebknecht. Maxo, Fred Hampton ging es so. Also viele, Che Guevara, viele Menschen, die für Gerechtigkeit gekämpft haben, wurden von ganz oben beseitigt. Von daher ist sie eines dieser typischen Beispiele, die uns ja auch immer vorgehalten werden. Das gehört ja auch zur Psychologie der Macht, dass man diejenigen, die man in der damaligen Gegenwart immer als Anarchisten und gefährlich, dass man die immer da bekämpft, deren Schilder stellt man dann später in der jetzigen Gegenwart auf. Da sehen wir dann eben Rosa Parks und Martin Luther King, Malcolm X und wie sie alle heißen und sagt, guck mal, wie toll die waren. Und das ist interessant, dass das System heute, also das Machtsystem heute, immer die präsentiert als Vorbilder, die damals bekämpft wurden. Ja, auch Geschwister Scholl, die wurden ja unter Adolf Hitler nicht geehrt. Im Gegenteil. Ja, also warum ist das so? Weil es soll uns suggeriert werden, dass wir damals wie diese Menschen gehandelt hätten. Wir hätten genauso gehandelt. Das soll aber uns dazu bringen, dass wir in der Gegenwart passiv bleiben. Weil wir sollen nämlich Bewunderer werden. Wir sollen aber keine Nachahmer werden. Und das ist der Trick von alledem. Das heißt, wir stellen das eben auf. Aber wenn du das dann machst, dann kann es sein, dass du posthum geehrt wirst. Aber in der Gegenwart bist du natürlich immer jemand, der die Demokratie delimitiert, ein Terrorist. Weil gerade wieder einer im Chat fragt, Rosa Luxemburg gehörte zu den Gründungsmitgliedern der KPD. War also wesentlich radikaler, linksradikaler als alles, was du heute auf der Linken siehst. Also so radikal Linke, die gibt es heute in relevanter Zahl in Deutschland gar nicht mehr. Also Kommunisten, die wurden ja in der Weimarer Republik, nachdem die Nazis an die Macht gekommen waren, als erstes in die KZs abtransportiert und nachdem die sich ins Exil flüchten konnten, beziehungsweise die im Untergrund überlebt hatten, dann in der Bundesrepublik versucht hatten, die KPD wieder aufzubauen, wurde die junge KPD dann gleich wieder verboten vom Bundesverfassungsgericht. Und seitdem gibt es in Deutschland keine große kommunistische Bewegung mehr. Also wie gesagt, die Kommunisten in Deutschland, die sind heute mehr oder weniger ausgestorben. Es gibt noch ein paar, aber halt nicht mehr als politisch relevante Kraft. Also man könnte sagen, Rosa Luxemburg, die ist aus heutiger Perspektive eine historische Figur. Sie hat keine realpolitische Relevanz mehr. Also meiner Meinung nach, Kevan und Lita Dehm, die sehen das gerade ein bisschen anders. Hört sich zumindest so an. Aber wie gesagt, so eine Ideologie, die gibt es heute als relevante politische Kraft in Deutschland nicht mehr.
die Kolonne Moskaus. Das kann man auch dran lernen, der ewig selbe Trick. Gefeiert werden diese Menschen immer erst, wenn man sie ausgeschaltet hat. Und sie sind immer so ein Signal, guck mal, damals, und dass man sich das eben selber sagt. Das bringt eben also nichts, wenn man nur bewundert. Man soll, das bin ich der Meinung, man soll ja Nachahmer werden. Und wir sehen ja, was passiert, wenn jemand Nachahmer wird, wenn er seinem Gewissen folgt. Dann sehen wir das an Julian Assange. Dann jetzt gerade schon wieder einer im Chat fragt, sorry, dass ich so häufig unterbreche. Nee, die Linkspartei, das ist eine linksreformistische, eine sozialdemokratische Kraft gewesen, schon immer. Und ich meine, jetzt hat sie ja sogar Teile ihrer linken Programmatik verraten. Beispielsweise hat sie sich jetzt vollkommen mit dem westlichen Liberalismus solidarisiert und hat überhaupt keine Kritik mehr am aktuellen Regierungshandeln, befürwortet Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Also es gibt ja Vertreter aus der Linken, die sagen, ja, Waffen in die Ukraine müssen wir noch mehr liefern, wie Bodo Ramelow, oder ja, Waffen nach Israel müssen wir noch mehr liefern. Also ja, die Linkspartei, die war schon, seitdem die SED aufgelöst wurde, nicht mehr kommunistisch. Und die SED, das war ja sowieso so eine gleichgeschaltete stalinistische Partei. Die gehörte ja zu diesem ganzen Parteienblock von kommunistischen Parteien, der dann Osteuropa an der Macht war, der eigentlich nur ein Anhängsel der KPdSU war. Also auch das hat mit der eigentlichen KPD aus Deutschland, die Ende der Weimarer Republik auch stalinisiert wurde, ist eine komplizierte Geschichte. Möchte ich jetzt auch nicht en Detail drauf eingehen, weil das echt so viel wäre, wozu man was erzählen müsste und wo ich wirklich einzelne Jahreszahlen nochmal nachschauen müsste, was da exakt passiert ist, dass ich da jetzt nicht en Detail drauf eingehen möchte. Aber nein, die Linkspartei, die war nicht kommunistisch. Die war immer linkssozialdemokratisch. Bringt man den langsam um, die Welt guckt zu, oder auch ein Ballweg, der Sand landet dann 900 in Stammheim, ja, oder ein Snowden muss dann nach Moskau fliehen. Das passiert mit Nachahmern, oder man landet im Outback, würde ich jetzt nicht bei mir sagen, aber man steht dann an einem Pranger, das muss man auch aushalten können, Kontaktschuld, all das. Also da bin ich immer, wenn ich Rosa Luxemburg höre, habe ich immer zwei Gefühle dazu. Ich finde das super, was sie gemacht hat, ganz klug, aber ich weiß eben auch, dass sie eben auch an ihrer Naivität letztendlich zugrunde gegangen ist oder ausgeschaltet wurde, und ich versuche nicht so naiv zu sein. Das lerne ich dann. Also ich will nur zu ihrer Ehrenrettung sagen, ganz so naiv war sie nicht. Sie hat auch vor vielen Fehlern gewarnt. Sie war zum Beispiel dagegen, dass man den Laden Kommunistische Partei Deutschlands nennt. Sie war für Sozialistische Partei, wie man dann den späten Protokollen der Parteigründung der KPD entnehmen kann. Sie hat vor vielem gewarnt. Ja, da hat Dieter dem absolut recht. Sie war eine der Gemäßigteren. Also eine, die gesagt haben, nein, lasst uns hier jetzt nicht überstürzende Revolution starten, wenn Deutschland dann nicht bereit für ist, weil die SPD uns gerade sowieso in den Rücken gefallen ist. Also die SPD hatte sich ja mit der Reichswehr verbündet und hat da die Kommunisten letztlich abschlachten lassen. Also da hat Dieter dem schon recht. Und sie hat auch für die Beteiligung an der bürgerlichen Wahl zur Nationalversammlung in Deutschland geworben, ist auch da in der Minderheit geblieben. Und das vielleicht Großartige und Tragische an ihr war, dass sie das möglicherweise sogar im Bewusstsein mit ihrem Leben bezahlt hat, dass die anderen Dinge entschieden haben, die sie nicht vorgeschlagen hatte, aber sie da überstimmt worden ist. Das ist eine wirkliche tiefe Tragik, dass man dann sich ja nicht trennen kann von denen, die eine radikalere Position beschließen, aber eben dann vorne mit das Opfer wird. Aber ich danke dir jedenfalls für die klare Aussage, weil also für jemand, der wie du dann wirklich von Leuten in der jungen Welt für rechtsaffin oder so erklärt wird, das sollen Sie mal mit klarkommen, welche klaren Positionen du zu Rosa Luxemburg hast. Ich erinnere mich noch, als wir uns irgendwann in Berlin getroffen haben, du mit dem Motorrad vorgefahren kamst und einen Helm der Roten Armee getragen hast. Und bis heute ist, glaube ich, auch für dich die Befreiung Deutschlands durch unter anderem auch die Rote Armee etwas, zu dem du ja stehst. Jetzt kommen wir zur Geopolitik. Ja. Und da sind wir, glaube ich, in einer größeren Gefahr, als erstens die Medien, die uns einlullen wollen, wahrhaben wollen oder uns wahrgeben wollen, und auf der anderen Seite auch in Gefahren, die wir erst langsam so erforschen können. Du hast das ja alles mitbekommen, der Aufmarsch jetzt gegen den Iran mit der inneren Begleitmusik, dass man immer, wenn man Deutschlandfunk und andere aufmacht, irgendwelche Journalisten und jetzt Künstler aus dem Iran sieht, die allesamt dann eigentlich die Begleitmusik liefern, auch weiterhin aufzurüsten gegen Iran. Dann dieser Schlag gegen Jemen, den die Weltöffentlichkeit
jedenfalls nur teilweise, widerständig wahrnimmt. Dann das Südafrika, der frühere Apartheidsstaat Südafrika, jetzt die moralische Karte in den Ring wirft, zu sagen, wir erheben Anklage wegen Genozid gegen die Israelis. Das hat auch etwas mit der südafrikanischen Geschichte zu tun. Israel war einer der engsten Verbündeten des südafrikanischen Apartheidsregimes und hat dem dabei geholfen, dass es an Atomwaffen kommt. Also, wer es nicht weiß, Südafrika war früher mal ein Atomwaffenstaat und Israel hat dabei mitgeholfen, dass die Südafrikaner überhaupt erst dazu werden konnten. Als die Südafrikaner die Apartheid beendet hatten, da haben sie dann auch die Atomwaffen wieder freiwillig abgegeben. Israelische Regierung und das alles eigentlich hier ja nur durch so einen Filter in den Medien kommt. Also deine Meinung ist, glaube ich, für viele Menschen, die hier uns jetzt gemeinsam zusehen, von Belang. Also um Geopolitik zu verstehen, und es geht am Ende des Tages immer um Geopolitik, es geht am Ende immer um Geld, um Ressourcen, dass ganz wenige davon profitieren, dass ganz viele Leute arbeiten, viele Steuern bezahlen müssen, während sie nichts tun. Das ist ja auch das, also Amazon und das Prinzip, dass das nach oben weg verteilt wird, damit die unten eben ohnmächtig sind und Flaschen sammeln müssen, während die Flaschen in der Regierung nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Das sind jetzt alles keine neuen Prinzipien, so wird Macht organisiert. Damit kam, da gibt es viele Apparate, wie man Informationen steuert, das Militär, das Geld. Ja, aber es ist schlimmer geworden in den letzten 40 Jahren. Also in 40 Jahren, da war die Wirtschaft noch egalitärer, da war sie noch weniger monopolisiert. Und das hat zum einen mit technischen Entwicklungen wie der Digitalisierung zu tun, mit dem völlig fehlenden staatlichen Eingreifen diesbezüglich. Also man könnte ja große Unternehmen beschränken oder ihnen oder sie zerschlagen, wenn sie zu groß geworden sind, oder sie verstaatlichen oder staatliche Konkurrenzplattformen aufbauen. Zum anderen mit den extremen Steuersenkungen für die Superreichen und den Deregulierungen der Finanzmärkte. All das hat zu dieser Monopolisierung und der Konzentration von Vermögen und Macht in wenigen Händen beigetragen. Indoktrination, Erziehungsapparate, Thinktanks, Atlantikbrücke, das muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Werde ich aber gleich zukommen, denn wenn man sich für Geopolitik interessiert, also Abstand eben vor diesem Schachbrett, dann versteht man eben auch, warum dieser Bauer jetzt gefallen ist und der Turm dorthin zieht, weil da gibt es ein Spiel. Und interessant ist eben, dass wenn man sich vom Schachbrett entfernt, man feststellt, dass man die wesentlichen Dinge nicht sieht, nämlich die Player. Die sind ja nicht da. Man sieht nur die Figur. So. Und Schach ist ja ein Spiel für zwei Player. Wir sind im Moment aber drei. Wir haben eben neben Russland und den USA auch noch China. Das heißt, wir haben schon mal einen Player zu viel. Es soll am Ende nur einer gewinnen, aber wir haben schon mal einen Player zu viel. Das ist das Erste, was neu ist. Aber nochmal was zu Rosa Luxemburg. Ich sage jetzt nicht, dass die Frau naiv war. Das war sie nicht. Aber natürlich eine gewisse Tragik, wie es ihr gegangen ist, weil das ist genau wie mit einem Nasser, ja? Oder auch einem Ebi Nathan, ja? Oder anders, nicht naiv, was schon bei Muhammad Ali. Wohl Nasser nur, also der Westen wollte ihn schon töten, hat er nur nicht geschafft, aber Nasser, der wurde ja nur politisch aufgehalten, also beispielsweise indem man Sinai besetzt hat oder indem man versucht hat, seine Politik an allen Ecken und Enden zu hintertreiben. Also stimmt, oder in Sinai dann im Sieben-Tage-Krieg ein zweites Mal besetzt hat. Also da hat man Nasser ja mehr oder weniger politisch schachmatt gesetzt und nicht mal direkt umbringen lassen. Also auch falls manchem Chat hier wird Nasser wahrscheinlich gar nichts sagen. Nasser, das war der Politiker, der sich am entschiedensten für den arabischen Nationalismus eingesetzt hat. Der arabische Nationalismus, der war vage sozialistisch oder zumindest von sozialistischen Idealen geprägt, setzte auf einen starken Staatssektor, wollte die Industrie in den arabischen Staaten entwickeln und wollte die arabischen Staaten halt zusammenführen. Also alles zwischen Marokko und dem Irak sollte ein großer arabischer Staat werden, also als Endziel. Als kleines Zwischenziel hatte Nasser so eine Union mit Syrien geschlossen. In Syrien, da war ja auch die Baath-Partei an der Macht, die auch stark anti-westlich war, nachdem die USA in Syrien drei Putschversuche versucht hatten vorher. Einer davon erfolgreich, zwei gescheitert. Nach dem letzten haben die Syrer die USA und den Westen rausgeworfen und haben sich eng mit der Sowjetunion verbündet und waren dann auch dem arabischen Nationalismus zugeneigt. Haben sich dann allerdings mit Ägypten zerstritten und schachmatt war der arabische Nationalismus dann nach der Niederlage im Sieben-Tage-Krieg, den Israel angefangen hatte. Also Israel hat da seine gesamte Nachbarschaft überfallen, den Sinai aus Jerusalem, das Westjordanland und die Golanhöhen besetzt gehalten. Also die Golanhöhen und das Westjordanland hält Israel bis heute besetzt. Alles völkerrechtswidrig selbstverständlich, aber interessiert nur keinen. Und den Sinai, den hat Israel dann losgelassen, nachdem die USA dazwischen Israel und Ägypten, beziehungsweise dem neuen Präsidenten Ägyptens nach Nasser, also Anwar an-Sadat hieß der Mann,
wurde später von den Muslimbrüdern ermordet, mit dem ein Friedensabkommen geschlossen hatte. Unter Vermittlung der USA. Die USA haben sowohl Israel als auch Ägypten hohe Militärhilfen gezahlt und so dieses Friedensabkommen vermittelt. Der arabische Nationalismus war dann mit dem an die Macht kommen Anwar as-Sadats quasi tot. Also jetzt mal ganz kurz habe ich gerade 7-Tage-Krieg gesagt? Sorry, 6-Tage-Krieg. Das war ein Versprecher. 6-Tage-Krieg. Sorry. Ja, oder auch Gaddafi natürlich auch, oder auch Mossadegh, das meine ich. Am Ende wirst du erkläre ich euch hier ein paar geschichtliche Fakten und sag dann aus Versehen den Namen des Krieges falsch, der ganz zentral ist in der Geschichte des arabischen Nationalismus. Mossadegh, wer den nicht kennt, das war ein demokratisch gewählter Präsident des Irans, der hatte die Erdölindustrie dort verstaatlichen lassen. Die Briten fanden das nicht so toll, haben um Hilfe bei der CIA angefragt. Die CIA hat ihn dann beseitigt und dort den Schah eingesetzt. Der Schah war dann ein pro-westlicher Diktator, hatte beste Beziehungen zum Westen, auch zu Israel. Und dann wurde der Schah gestürzt und alle Länder, zu denen der Iran bisher ein sehr gutes Verhältnis hatte, Israel, USA, Saudi-Arabien, zu denen hatte der Iran dann plötzlich nach der Islamischen Revolution ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis. Der Westen und vor allem die arabischen Staaten, die haben dann auch noch den Irak hochgerüstet, um im Iran die neue Regierung zu beseitigen, um dort Chaos zu stiften, haben dann Saddam Hussein hochgerüstet. Andere Geschichte brauche ich jetzt nicht drauf eingehen, aber das ist so ganz grob die Geschichte, die da im Iran passiert ist. Geräumt von Kräften, die immer mit Moral argumentieren, aber die eigentlich nur geldgierig sind. So, um zu verstehen, was hier im Moment läuft, ja, und warum wir Partei ergreifen, um das zu verstehen, muss man wissen, dass wir immer nur einen Ausschnitt von dem geliefert bekommen, was tatsächlich läuft. Und ein wesentlicher Punkt, ich sage ja Lückenpresse, der weggelassen ist, dass die Geschichte, die wir erfahren, dass wir dazu immer die Vorgeschichte weglassen. Das ist überall so. Also wir tun zum Beispiel so, als wenn der Überfall der Hamas auf Israel aus dem luftleeren Raum geht. Es hätte davor keine Geschichte gegeben, also keine Nakba. Es hätte keine Gründung Israels gegeben, es hätte keine Vertreibung gegeben. Ilan Pape gibt es nicht, Petra Wild hätte nichts zugeschrieben. Es ist was ganz Neues. Plötzlich kommt da irgendwie. Ilan Pape wird mittlerweile auch gecancelt. Also ich weiß nicht, ob ihr das Video von Michael Lüders dazu gesehen habt. Kann ich euch nur empfehlen. Das heißt, Staatsräson und Kreisliga, schaut euch das gerne an. Da wird auf diese aktuelle Cancel Culture von wirklich wichtigen Wissenschaftlern von Ilhan Papa nochmal eingegangen. Die Menschen fallen nach Israel ein und überfallen Juden. Das ist natürlich alles Bullshit, ja? Sondern da gibt's ein A und ein B. Wenn man aber das A weglässt, dann sagen wir, wie auf einmal ein Überfall. Das genau wie die Ukraine. Der Krieg begann schon 14, ja, also 2014. Und was wir dann 8 Jahre gesehen haben, dass wir eben nichts gesehen haben, obwohl da eben auch ethnisch ausgerottet wurde, beschossen wurde, spielte keine Rolle, aufgerüstet und so weiter. Und als dann angefangen wurde, dass man sich gewehrt hat, hat man genau darauf gezeigt, hat aber auch eine List gespielt. Das ist immer das ewig selbe Prinzip. Und was wir eben auch sehen können, was neu ist. Die Vereinigten Staaten haben ja nach dem Zweiten Weltkrieg die Briten abgelöst und es war eine Welt, die im Kalten Krieg Glück hatte, dass sie überlebt hat. Das war ja nicht so sicher. Es gab ja bis 1977 Operation Dropshops. Die Amerikaner wollten ja 300 Atombomben auf Russland schmeißen und alles kaputt machen und den Atomkrieg gewinnen. Diese Idee ist immer noch da. Aber jetzt ist es eben so, dass sich einige erhoben haben und zu den BRICS-Staaten zusammengeschlossen haben. Und da gibt es interessante Konstellationen, zum Beispiel, dass ein Land wie Saudi-Arabien eben nicht so fest an der Seite der Vereinigten Staaten steht, sondern eben auch Anwärter ist, ja, bei den BRICS-Staaten, genau wie der Iran. Ja, oder dass es auch arabische Golfmonarchien gibt, die mit dem Iran zusammenarbeiten. Die OPEC besteht ja auch aus Leuten, die eigentlich nicht miteinander können oder offiziell nicht miteinander können, aber im Hintergrund doch zusammenarbeiten, weil der Orient ist sehr, sehr komplex, muss man dazu sagen. Und da geht es eben darum, dass die Vereinigten Staaten sehen, derjenige, der wirklich gefährlich werden kann, weil er wirtschaftlich groß ist und weil er militärisch auch inzwischen ein Drittel der Ausgaben hat, das ist China, nicht Russland. Russland gibt ein bisschen mehr Gas als Deutschland, das muss man mir vorstellen. Und Russland hat eben auch nicht, wie einige Politiker das immer sagen, auch grüne Politiker, vor, Landgewinne zu machen. Weil wenn man sich die geopolitische Karte anguckt, stellt man fest, Russland ist so groß, die brauchen jetzt nicht die Ukraine. Die wollten nicht, dass die Ukraine Teil der NATO wird und dann Atomwaffen direkt an die Grenze kommen. Und das ist im Grunde genau das, was die Amerikaner sich verbieten haben damals während der Kuba-Krise. Also wenn man über taktische Waffen verfügt, die dann in 7 Minuten in die Hauptstadt einschlagen, dann ist das rote Telefon obsolet und dann kann ein Atomkrieg aus Versehen passieren. Das heißt, das nicht zu tun, schützt einen eigentlich selber, weil ein Atomkrieg aus Versehen wird trotzdem verloren von beiden, weil es folgt ja ein nuklearer Winter. Also, aber die Amerikaner sagen sich eins, okay, das ist die letzte Chance, um die Chinesen abzuräumen. Wir brauchen diesen Krieg auf jeden Fall und deswegen bereiten wir den vor. Und das ist, so muss man auch Gaza verstehen. Da geht es ja auch um Gasfelder vor Gaza. Das wird ja gar nicht, das ist ja genauso mit dem Lithium. Die hat Israel übrigens annektiert, diese Gasfelder. Nach dem Hamas-Angriff am 7. Oktober. Also hat man in den Medien nicht viel drüber gehört. Also ich habe da auch erst durch ein Video von den Grenzgängerstudios bin ich drauf aufmerksam geworden.
Es geht ja auch um Bodenschätze. Das heißt, wenn wir das alles clean und diesen Flugzeugträger Israel weiter ausbauen, dann können wir auch gleich noch an den Jemen herankommen, der auch seit Jahren bombardiert wird durch die Partner Saudi-Arabien, was ja nie ein Thema ist, ja auch Völkermord. Aber die werden ja unterstützt durch den Iran. Die bilden ja dann diesen sunnitischen oder schiitischen Halbmond und arbeiten mit Syrien zusammen. Und die wollen wir auf jeden Fall abräumen, weil da wollen wir ja spalten. Und deswegen versuchen wir jetzt Folgendes zu machen. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass wir den Jemen in diesen Krieg mit hineinziehen, um sagen zu können, die werden ja von den Iranern unterstützt und deswegen müssen wir jetzt den Iran bekämpfen. Der Plan ist überhaupt nicht neu, den gibt es schon ziemlich lange, den hat schon Clark nach dem 11. September aus dem Mülleimer gefischt, nämlich 7 Länder in 5 Jahren. Die sind alle übrigens schon abgeräumt worden, ja, nur der Iran eben noch nicht und hat ja auch damals gefragt, why? Ja, weil wir es können. Das sind die Falken, die inzwischen in Washington... Ja, warum der Iran noch nicht, das ist die Frage. Weil in Russland und China so etwas nicht zulassen würden, jedenfalls nicht konsequenzenlos. Also... Wenn Iran fällt und es einen großen Krieg in der Region gibt, dann ist völlig unklar, welche Regierung überlebt, welche nicht. Dann ist es völlig unklar, welche Länder in diesen Krieg hineingezogen werden, welche nicht. Also man hat ja in der Geschichte schon häufiger gesehen, wie Kriege, die große Länder involviert sind, ganze Weltregionen in Brand setzen können. Und das ist im Nahen Osten, wenn der Iran unter Beschuss gerät, auf jeden Fall auch der Fall. Also der Iran wird dann alle seine Verbündeten aktivieren und versuchen, so eine Front zu eröffnen, die so groß wie möglich ist. Und es ist also wirklich an allen Grenzen völlig unklar, wie die anderen Länder dann reagieren. Es ist völlig unklar, ob Aserbaidschan Armenien angreift. Es ist völlig unklar, inwieweit sich die Nachbarn von Israel verhalten werden. Dann ist auch unklar mittlerweile sogar, wie sich Saudi-Arabien verhalten wird. Ich meine, bisher, da wäre Saudi-Arabien in so einer anti-iranischen Koalition dabei gewesen. Aber es gibt ja mittlerweile eine saudi-arabisch-iranische Annäherung. Also das ist alles völlig unklar. Deswegen, weil man eben diese gesamte Region in Brand setzen würde und nicht nur einzelne Länder, allein deswegen will der Westen es nicht riskieren, dass man den Iran angreift. Denn ein Krieg mit dem Iran, der könnte nicht nur ein paar Millionen, sondern Dutzende Millionen Flüchtlinge beispielsweise nach Europa treiben. Und das will man, glaube ich, nicht riskieren. Aber wer weiß, wenn da in der US-Regierung die falschen Leute gerade an den falschen Stellen sitzen, dann könnte es zu so einem großen Krieg kommen. Die sie wieder an der Macht sind und die haben eben diese Weltmachtsfantasien, James Bond-mäßig, wir wollen die Welt beherrschen. Ich glaube, dass hier ein Flächenbrand vorbereitet wird mit Nuklearwaffen, meiner Meinung nach, oder anderen taktischen Waffen, von denen die Amerikaner ausgehen. Wir werden einen hohen Preis bezahlen müssen, wenn wir das Ganze zünden, aber wir werden das gewinnen. Und wenn wir jetzt nicht damit anfangen, dann werden wir nicht gewinnen. Das heißt, wir haben es mit Menschen zu tun, die, da zitiere ich mal einen amerikanischen General, sagen, wenn wir einen Atomkrieg haben, von denen sie nicht genau wissen, was es bedeutet, weil sie haben wahrscheinlich The Day After vergessen oder Threats mit 15 Jahren nuklearen Winter und Milliarden Toten, weil wir verhungern werden durch verdunkelte Sonne. Aber wenn am Ende eines solchen Krieges 2 Amerikaner übrig bleiben und 1 Russe, dann haben wir gewonnen. So, das heißt, diesen Menschen geben wir das Schicksal der Welt in die Hand. Darüber reden die eigentlich nicht. Und das ist das, was ich auch immer wieder sage. Man muss sich das mal vorstellen, wir leben hier in einer Welt, die wird letztendlich militärisch beherrscht. Alles drumherum, das ist ja alles nur Geplänkel. Und du hast es ja auch gerade gesagt, Freihandel und so, kommt alles immer sofort weg, sobald ein anderer eben das ist, was man vorgibt. Wenn man nach oben kommt durch Fleiß, dann soll einem auch ein größeres Stück des... Die Staaten, die mächtig sind, die Staaten, die eine konkurrenzfähige Industrie haben, die wollen Freihandel. Also die sind immer Befürworter des Freihandels. Sobald es andere Staaten gibt, die sie technologisch eingeholt haben, ist Schluss mit Freihandel. Auch das ist eine sehr richtige Beobachtung. Also jetzt, wo China plötzlich konkurrenzfähige Industrien aufgebaut hat, jetzt muss man sich angeblich vor Dumping schützen. Also wenn wir Europäer beispielsweise in Afrika die lokalen Märkte mit unseren Produkten, mit hochsubventionierten Produkten kaputt machen, dann ist es kein Dumping. Wenn wir da den Aufbau einer regionalen Industrie verhindern und die dazu zwingen, ihre Zölle zu senken, dann ist das oder ihre Zölle abzuschaffen, dann ist das kein Dumping. Aber wenn China es schafft, konkurrenzfähige Industrien aufzubauen und damit uns Europäern auf vielen Märkten Konkurrenz macht, ja, dann ist das Dumping, dann muss das bekämpft werden. Kuchens gehören, das ist jetzt bei den Chinesen so und dann gilt das eben nicht mehr. Da gibt es auch kein Völkerrecht mehr, dann kommt die wertebasierte Weltordnung. Das ist immer dasselbe und das wird vorbereitet und das muss man unter dem Ganzen sehen. Die Ukraine ist dafür da, dass der europäische Teil der NATO sich mit Russland beschäftigt und abarbeitet, die schwächt und wir werden über Taiwan ein bisschen zündeln und dann brauchen wir noch den Nahen Osten. Warum? Weil da ist die Hauptressource Nummer 1, da ist eben Öl und das Öl ist ja einfach zu wichtig, um es den Sandnägern zu überlassen oder den Arabern, wie Kissinger sich ausgerückt hat. Das heißt, es geht immer nur darum, das muss einem vollkommen klar sein und alles
alles, was sie so an Politik zu bereden, das ist, wie gesagt, Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie, das ist Politik, das hat gar nichts zu sagen. Weil am Ende ist eben so, wer die Flugzeugträger hat und vor allem wer die Bereitschaft hat, den Erstschlag zu wagen, wer bereit ist, Opfer zu bringen, indem er einfach sagt, wir machen das, wir opfern Soldaten in Pearl Harbor, um dann später eine Atombombe auf China zu schmeißen, auf Japan zu schmeißen, das sollte eigentlich die Russen, meinen. Wer das alles bereit ist zu tun, der denkt langfristig. Der sagt, ja, Opfer müssen gebracht werden. Ich empfehle da nochmal diesen sehr guten alten Film mit Kirk Douglas, Wege des Ruhms. Diese Menschen denken ganz anders. Sie sagen dann eben, das Volk kommt weg, da haben wir ein paar Millionen verloren, aber langfristig gesehen haben wir doch gewonnen. Also, was ist doch ganz egal, wenn wir Afghanistan opfern, wenn dadurch die UdSSR untergehen. Was interessiert uns da die Moslems, die damit getötet werden? Das ist das Denken dieser Leute. Und dass das immer noch überlebt hat, ist insofern gefährlich, weil da möchte ich mal Einstein zitieren, deswegen ist es langweilig, ist immer dasselbe. Die Erfindung der Atombombe hat alles verändert, nur nicht das menschliche Denken. Und wir sind halt immer noch von Leuten regiert mit diesem, sag ich mal, mit der Keule, die sagen, wir können das hinbekommen, weil sie gar nicht wissen, was diese modernen Wasserstoffbomben, diese Mini-Nukes eigentlich können. Du kannst einen solchen Krieg nicht gewinnen. Und wir sind aber eine Nation oder ein Konglomerat von nur 40 Staaten. Der Rest dieser Staaten ist ja nicht der Wert der Westen. Also der größte Teil ist ja weder im Warschauer Pakt gewesen, noch in der NATO. Die waren ja eben nicht im Block mit drin. Und die leiden aber, seit sie denken können, unter unserem Siedlerkolonialismus. Amerika ist ja eine Nation, die durch Kolonialismus entstanden ist. Man hat die Indianer alle abgeräumt. Ja, darf man jetzt ja wieder sagen, muss ich dir nicht erklären. Ja, auch Israel ist eine Nation, die durch Siedlerkolonialismus entstanden ist. Europäische Geschichte ist Siedlerkolonialismus. Wir feiern einen Columbus Day. Aber fahr doch mal nach Südamerika und frag, was hat denn der Columbus da eigentlich gemacht? Das ist unsere Denke. Und unsere Denke ist eben, das ist im Grunde genommen, wir haben das moralisch aufgeladen natürlich, wir sind die Guten und das ist das Recht des Stärkeren und wir machen das ja alles, weil wir sind ja God's own country. Und das ist alles so. Deswegen haben wir auch einen Herrn Gauck, der letztendlich ja sich nicht nur wünscht, dass man sich mehr engagiert, der auch morgen Waffen segnen wird, der auch Soldaten sagen wird, man dürfe sich nicht wegducken. Das ist alles diese Denke. Und was ich den Denkern, den linken und den rechten Denkern immer vorwerfe, ist, das sind alles total gute Theorien, ja, und Philosophen interpretieren die Welt ja auch neu, aber sie setzen sich oft nicht damit auseinander, dass die Leute, die am Ende am Drücker sitzen, ganz pragmatische Menschen sind. Und um etwas dagegen zu verändern, musst du Folgendes tun. Du musst den militärisch-industriellen Komplex zerschlagen. Weil solange der da ist und der lebt nur von Krieg, und jeder sechste Arbeitsplatz in den USA hat damit zu tun. Für Deutschland heißt das, Rüstungsindustrie verstaatlichen, Rüstungsexporte verbieten, Soldaten aus dem Ausland wieder nach Hause holen, ausländische Truppen, ausländische Atomwaffen aus Deutschland raus, Deutschland aus jedem Militärbündnis raus und die Finanzierung, die staatliche Finanzierung aller transatlantischen NGOs beenden. DGAP, Zentrum Liberale Moderne, German Marshall Fund, wie das alles heißt, weg damit. Das heißt das konkret für Deutschland. Militärisch-industriellen Komplex zerschlagen. Tun. Und große amerikanische Pensionskassen brauchen den Krieg, damit sie ihre Renten ausbezahlen können. Solange diese Abhängigkeitsprinzipien da sind, werden wir gar nichts verändern, weil am Ende ist es eben so, die Ökonomie macht die Politik. Du kannst dir lustige Ideen ausdenken, was du gerne hättest, wolltest, aber dazu müsstest du das alles ändern. Da kann man wieder auf das Kapital zurückgreifen, man kann das auch alles lesen, aber muss erkennen, dass es diese Strukturen sind. Und die heutigen Manager von diesen amerikanischen Finanzkonglomeraten, Vanguard, State Street und BlackRock, die sind ja so mächtig, da war ja der Sonnenkönig überhaupt nichts dagegen. Und das sind ja die Großaktionäre auch der sogenannten deutschen Rüstungsindustrie, weil Rheinmetall ist ja gar keine deutsche Rüstungsindustrie. Und es muss einem klar sein, dass diese Menschen und ihre... Wie gesagt, verstaatlichen und ganz strikte Regeln für Rüstungsexporte. Es darf vielleicht noch eine gewisse Eigenproduktion für die Bundeswehr geben, die keine Auslandseinsätze mehr hat, sondern die wirklich nur zur Landesverteidigung gedacht hat. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass uns irgendwer angreifen wird, aber... Keine Ahnung, dann haben wir halt noch 10, 20 Milliarden, die wir für die Bundeswehr ausgeben. Dann haben wir eine Rüstungsindustrie, die in staatlicher Hand ist, wo es keine privaten Kapitalinteressen mehr gibt und gut ist. Das reicht völlig aus. Wir brauchen keine Rüstungsindustrie, die hunderte Millionen an Dividenden für irgendwelche ausländischen Finanzkonzerne verdient. Das ist völlig irre. Und es führt nur dazu, dass diese Rüstungsindustrie dann einen Teil dieser Gewinne wieder dafür nutzt, um Einfluss auf die Politik zu nehmen. Ihre Vertreter, Strack-Zimmermann und Co., überhaupt kein Interesse daran haben, dass Frieden ist, weil ich sag's immer wieder, Frieden ist eine Kriegserklärung an die Rüstungsindustrie.
Und wenn man sich unser Budget mal anguckt, dann reden wir ja immer von 2% BIP. Ja, aber was bedeutet das im Bundeshaushalt? Wie viel Geld das ist? Und du hast es ja neulich auch gesagt, was so ein Abschuss einer Tomahawk oder so kostet. Das ist ja irre, was das kostet. Millionen. Und dafür wird Geld ausgegeben. Aber das Geld landet irgendwo. Ja, das Geld landet irgendwo. Und deswegen, wenn wir von Solidarität sprechen, wenn wir von Solidarität sprechen, ja, dann bedeutet das, dass unser Geld, das Geld, was Menschen hier erarbeitet haben, dass wir dieses Geld nehmen, um es in eine Rüstung zu stecken, die am Ende amerikanische Rüstungsgüter verkauft. Und diese Rüstungsgüter sind nicht dafür gedacht, um den Dialog zwischen Völkern zu machen, sondern um das Faustrecht durchzusetzen. Und das ist das große Spiel. Und deswegen, was wir hier machen und worüber wir reden, ich finde auch Roger Köppel super geil, ja, das ist alles ganz lustig, aber es bringt nichts, wenn du dich nicht aus dem herauslöst. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal Folgendes sagen. Neulich hat ja die Weltwoche ihre 90. Geburtstag gefeiert und Roger Köppel hat ja eingeladen in Zürich, unter anderem war ja Viktor Orban da. Und man möge sich mal dessen Rede dort anhören. Das ist etwas vom Klügsten, was ich seit langem gehört habe. Ich erinnere mich zuletzt an eine Rede von Weizsäcker 85. Das ist derart klug und derart schlau. Ich denke, komisch, der wird bei uns ganz, ganz anders dargestellt. Und das ist genau der... Ja, man fragt sich, warum Gonzalo Lira beispielsweise, als er aus der Ukraine fliehen wollte, also der Journalist, der vor kurzem in Ukraine scharf verstorben ist, warum der in Ungarn Asyl beantragen wollte. Vielleicht, weil die Meinungsfreiheit in Ungarn gar nicht so sehr eingeschränkt wird, wie das in unseren Medien erzählt wird. Beziehungsweise gar nicht mal so viel mehr als in anderen westlichen Ländern. Der Punkt, wir machen hier in Europa eine amerikanische Außenpolitik und die ist auf Krieg gebürstet. Die ist gegen europäische Interessen, die ist auch gegen das, was wir gelernt haben sollten, nie wieder Krieg, sondern die sagt eben, wir müssen das tun, wir sind die Guten und die anderen sind alle amoralisch. Und deswegen diese ganzen neuen Parteien, alles schön und gut. Wenn wir nicht die ökonomischen Mittel bekommen, indem wir diesen militärisch-industriellen Komplex zerschlagen und indem wir als Bürger sagen, wir geben das Geld für die Rüstung nicht mehr aus, machen wir nicht mehr, wir brauchen es woanders. Und deutsche Soldaten gehören nach Deutschland an die Grenze und nicht mehr out of area, weil das ist genauso ein Ressourcenerkämpfen, wie das Adolf Hitler gemacht hat. Und erkennen, dass wir nicht moralisch gut sind, sondern dass wir gierig sind. Man verkauft uns das immer, das sei Gott gegeben. Wenn wir damit nicht endlich aufräumen, und das ist das, was die Intellektuellen leisten sollten, sich an die eigene Nase fassen, wenn wir damit nicht aufhören und verstehen, dass die heutige multipolare Welt nur im komplexen Dialog miteinander überleben kann, weil wir sind zu hoch bewaffnet. Wenn sie das nicht verkaufen, endlich können, dann ist es eben nur so, ja, wie viel Punkte macht Herr Krall gegen Frau Wagenknecht und da kommt noch die AfD. Ja, genau, aber das kann nur eine neue Partei schaffen. Also das kann nur eine neue Regierung schaffen. Also wir Bürger, wir können vielleicht für Sachen demonstrieren, wir können die Regierung vor uns hertreiben. Wir sehen ja, dass Proteste wie bei den Landwirten gerade Erfolg haben, also dass die Regierung da sogar teilweise einknickt, wenn sie sich mit Gegenwind konfrontiert sieht. Aber letztlich, also die Rüstungsindustrie verstaatlichen, das muss der Staat machen. Da braucht man eine Regierung, die das durchsetzt. Und kann sein, also dass jede Partei mit der Zeit korrumpiert wird. Aber solange eine Partei nicht korrumpiert ist, solange muss man sie wählen, solange muss man sie unterstützen und solange muss man sich dafür einsetzen, dass sie eben die Politik wieder zum Guten verändert. Und wenn diese Partei dann degeneriert ist, wenn sie halt ihre Aufgabe nicht mehr erfüllt, ja, dann stirbt die Partei ab und es gründet sich vielleicht eine neue. Wir sehen das ja gerade bei der Linkspartei. Die Linkspartei gerät zugrunde und das Bündnis Sahra Wagenknecht steigt auf. Aber wir brauchen Parteien, um in unserer Demokratie letztlich irgendwie voranzukommen. Andere Mittel haben wir nicht. Also wie gesagt, man kann Demonstrationen machen, aber damit kann man nur das Schlimmste verhindern. Also wir haben ja nicht Volksabstimmungen wie in der Schweiz, dass wir Petitionen einreichen könnten, ja, wir wollen aus der NATO austreten oder ja, wir wollen Rheinmetall staatlichen. Das geht ja nicht. So eine Mittel, die gibt es in Deutschland leider nicht. Das ist ja das Riesenproblem. Aber im großen Spiel hat das überhaupt keine Bedeutung, weil die, über die wir hier gerade geredet haben, das sind Figuren auf einem Schachbrett. Aber wie sie eingesetzt werden, welche Position sie haben, das bestimmen sie nicht. Das hängt davon ab, geografische Lage, ökonomische Leistung und Gefolgschaft. Und das bestimmt der Player. So, und nicht einer von diesen Spielen. Und das muss man mal verstanden haben. Und wir haben nur eine Chance, wenn wir das Spiel verstehen und sagen, mit welchem Player wollen wir zusammenarbeiten? Und zwar mit einem Player, der verstanden hat. Beim Schach gewinnt man nicht, indem man den anderen Spieler erschießt, sondern man gewinnt das Spiel und spielt neu. Das ist mein Monolog dazu. Ja, was du jetzt sagst, ist wirklich der Kern einer neuen Aufklärung, eines neuen freien Denkens. Sie jetzt mal so zwischendurch angemerkt. Das ist da wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dieter Dehm redet relativ langsam, sucht mal wieder nach neuen Worten und Kevan Sofisiyavash, der redet wirklich wie ein Wasserfall. Also ich könnte den beiden wirklich einen ganzen Tag zuhören, zumindest wenn sie über dieses Thema hier reden. Also da weiß Kevan Sofisiyavash auch wirklich relativ viel. Also das ist ja wirklich angenehm, ihm zuzuhören. Und Dieter Dehm, der dann diese Fragen so
einwirft, der dann relativ ruhig spricht, der ist da ein angenehmer Ausgleich. Also ich finde, die beiden harmonieren gut. Weil es auf ökonomische Interessen geht, dass man alles, was man diskutiert, immer mit der Frage follow the money, cui bono, wem nützt es, ausstattet und mit Dieter, den Dieter, du hast ja Egon Bahr noch kennengelernt, ich nur von Weitem, ja. Und du hast es ja auf den Punkt gebracht, es gibt Demokratie und Menschenrechte, das ist alles Quatsch, vergessen Sie das, wenn man das Ihnen irgendwie im Unterricht erzählt, es geht nur um Interessen von Staaten, das wäre ehrlich, und das Interesse von einem Staat im Sinne... Das Originalzitat lautet, glaube ich, sobald ein Politiker von Werten redet, anstatt seine Interessen auf den Tisch zu legen, wird es höchste Zeit, den Raum zu verlassen. So ähnlich ist das Zitat von Egon Bahr. Von, wenn ich sage, okay, Kapitalismus ist auch ein Geschäftsmodell, das Interesse muss sein, dass der andere überlebt. Warum? Ja. Weil sonst kann ich kein Geschäft mehr machen. Man wird ja gierig bleiben, aber für den anderen muss so viel bleiben, dass er leben kann. Und da, an dieser Schraube müssen wir drehen. Ja, das ist ein sehr kluger Gedanke, der übrigens alle Diplomatie beseelt. Vielleicht nur, damit das nicht gleich wieder in so einen kleinen Mini-Adlon-Gate hier ausartet. Du hast natürlich überhaupt nicht gesagt, und ich sage das nur einfach, und wenn ich jetzt das falsch wiedergebe, dann widersprich mir, dass du irgendwie, als du auf die Ursache des Hamas-Überfalls gekommen bist, das relativiert hast, und du hast das gemacht, was auch Guterres, der UN-Generalsekretär, gesagt hat. Er sagt, das ist nicht im luftleeren Raum passiert. Du hast ihn sogar wörtlich zitiert. Konflikte haben eine Vorgeschichte. Das ist Putin-Propaganda, das ist islamistische Propaganda, das ist, ach Gott. Also, ja, Dieter Dehm spricht gerade diesen ziemlich absurden Punkt an. Also mittlerweile wird ja sogar der UN-Generalsekretär in die komische Ecke gerückt, wenn er einfach nur auf die ganz banale Tatsache verweist, dass jeder Konflikt eine Vorgeschichte hat. Und das ist das Problem. Du sagst etwas und es wird dir dann medial im Munde herumgedreht. Du bist ja da auch gebranntes Kind, so wie ich auch. Ich will dir auch deutlich nochmal sagen, kleinen Moment, dass ist ja zum Beispiel, wenn die Französische Revolution, da werden die 200 Jahre ausgeblendet, wo sich Fürsten im Absolutismus Frankreichs, wenn sie im Winter an den Händen gefroren haben, die Bäuche ihrer Leibeigenen aufschlitzen konnten und sich im warmen Blut die Hände wärmen. Der ganze Terror des Absolutismus wird ausgeblendet. Da wird nur die Guillotine gesehen. Ja, der konterrevolutionäre Terror wird ausgeblendet. Also, dass die Jakobiner ja auch nicht im luftleeren Raum an die Macht gekommen sind und dass der jakobinische Terror gewissermaßen eine Reaktion war auf die ganzen konterrevolutionären Bestrebungen. Frankreich befand sich 1793 im Bürgerkrieg und im Krieg gegen alle anderen europäischen Mächte. Ein Krieg, den die Jakobiner nicht wollten, den aber die Girondisten wollten. Andere Geschichte. Schaut euch dazu die zwei Podcast-Folgen von Fabian Lehr an. Der hat die Französische Revolution relativ gut zusammengefasst. Das wird alles nicht erwähnt, sondern die Jakobiner werden heute als böse dargestellt und dann die anderen gemäßigten liberalen Kräfte, die eine konstitutionelle Monarchie werden, die als die guten, obwohl die auch ihre Gegner haben hinrichten lassen, obwohl auch die Thermidor-Reaktion jetzt nicht aus Demokraten bestand. Und später bei Napoleon, da würde einem ja auch jeder zustimmen, dass das jetzt auch kein Demokrat war, also dass alle Fraktionen in der Französischen Revolution ihre Gegner haben ermorden lassen. Die Zeit des Terrors und die Zeit, dass bei der Französischen Revolution eben auch viele unschuldige Menschen umgebracht worden sind. Das soll nicht heißen, dass man das relativiert, weil wir wollen natürlich, wenn wir den den militärisch-industriellen Komplex zerschlagen, das so demokratisch und friedlich wie überhaupt nur möglich machen. Das wird nicht für die Zukunft fortgeschrieben als ein Freibrief oder die Oktoberrevolution. Da wird nicht gesagt, was unter dem Zarismus für wirklich Hunderte von Millionen auf den Schlachtfeldern. Ja, man muss ja gar nicht auf so, dass Dieter Dehm jetzt immer auf Absolutismus und Zarismus geht, das reicht ja schon, auf die provisorische Regierung zu gehen. Also die hätte sich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit Richtung Faschismus entwickelt. Ich meine, die weiße Gegenregierung unter Koltschak, die war ja schon so eine protofaschistische Regierung. Also die hat ja das war eine Militärdiktatur, die jeden, der anderer Meinung war, hat umbringen lassen. Es gab in Russland ja massiven weißen Terror. Also wenn in Russland die Weißen gewonnen hätten, dann wäre das Ergebnis wahrscheinlich keine bürgerliche Demokratie, sondern eine faschistische Diktatur gewesen. Also das war damals die Alternative zu den Bolschewiki. Das sollte man vielleicht auch mal dazu sagen. Also
Da heißt es wahrscheinlich wieder, ich relativiere die Bolschewiki. Ich meine, Dieter Dehm kommt hier mit sehr alten historischen Beispielen, über die bei vielen Menschen wenigstens etwas Vorwissen vorherrscht. Aber ja, auch da zeigt sich, dass das eine Vorgeschichte hat und dass man das alles in so historischen Kontext sehen muss. Dass das alles nicht im luftleeren Raum entstanden ist. Feldern verblutet sind durch den Zaren. Sonst wird nur darüber gesprochen, dass die Zarenfamilie ermordet wurde. Man kann das für falsch halten, das ist völlig legitim. Aber das soll jetzt nicht relativieren oder nimm jetzt Nein, eben aber die Hamas. Natürlich ist, wenn Südafrika heute die Anklage erhebt, das ist ein Apartheidsregime. So ähnlich hat sich übrigens auch Sigmar Gabriel trotz Atlantikbrücke ausgedrückt. Und er hat auch gesagt, das ist wie ein Apartheidsregime, dann ist er natürlich auch gedisst und gecancel-cultured worden, als er das gesagt hat. Aber es ist natürlich ein Apartheidsregime und es heißt für viele Hunderttausende von Menschen ein schreckliches Schicksal. Und das aber Dieter. nutzt natürlich auch, letzter Satz, nutzt natürlich auch so eine Organisation wie die. Jetzt muss man schon sagen, die beiden hören sich selbst schon gerne reden. Also Dieter Dehm unterbricht gerne andere und Käfer hört nicht auf zu reden, wenn er erst mal angefangen hat. Trotzdem, ich mag die beiden gerne Hamas zusammen. dann aus, ohne dass man auf deren Seite stehen muss. Ich wollte das jetzt nur noch mal deutlich sagen. Und dann sind natürlich auch Dinge passiert jetzt in der letzten Zeit, die vielleicht unter dem Radar von vielen sind, was jetzt Iran anbetrifft, Vorbereitung von Militärmaßnahmen gegen den Iran, aber eben was auch gegen die Houthi-Rebellen da im Jemen etc. passiert wird. Das sind alles Dinge, die passieren so, dass man das wie ein Gentleman-Unfall darstellt, aber eben nicht als das, was es ist. So ungefähr habe ich dich verstanden. Ich hoffe, dass ich das richtig Ja, gemacht habe. Entschuldigung. ich will da noch was dazu sagen. Also wenn irgendjemand kommt und sagt, ja, und relativieren und Hamas und so, dem möchte ich Folgendes sagen. Ich bin an einem Dialog mit solchen Leuten gar nicht interessiert, weil die sind einfach unfassbar ungebildet. Das interessiert mich gar nicht mehr. Ehrlich nicht. Die sind die können nichts. Die haben nicht mal 1000 Bücher gelesen und wenn falsch rum, interessiert mich gar nicht. Mir geht es um die reine Analyse. Und diesen Leuten, diesen Antideutschen oder was auch immer Israel verstehen, sage ich eins, da gibt es diesen schönen Spruch, das Engagement wächst mit dem Abstand zum Problem. Verkleide diese doch einfach mal als Palästinenser und bring sie einfach mal in die interne israelische Grenze und nach 5 Tagen werden die echt kuriert. Um was geht's denn eigentlich? Die Israelis sind, was das angeht, also die Zionisten, das Irgendwann wurde ja letztens schon gefordert, Kriegssetzer an die Front. Also alle, die Ukrainer in die Ukraine zurückschicken wollen, also wehrpflichtige Ukrainer. Die Ukraine fordert ja gerade, dass die zurückkommen. Die sollte man vielleicht selber mal an die Front stecken. Ist jetzt eine provokante Forderung, wird natürlich nicht passieren, aber es verdeutlicht so ziemlich das Problem. Die Leute, die darüber entscheiden, ob Kriege weitergehen, sind nicht die Leute, die dann an der Front sterben müssen. Das darf man jetzt nicht verwechseln, ja. Die Zionisten sind was da, blendende Taktiker. Die Hamas, die ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden. Die ist ja mit israelischem Geld entstanden. Und warum? Weil die Hamas aus Radikalen besteht. Und das heißt, Netanyahu hat das selber gesagt, die muss man unterstützen mit Geld, mit allem, ja, damit die entstehen, weil die sind so radikal, dass wir später der Welt sagen können, mit denen kann man ja nicht verhandeln. Sie hatten nämlich jemand anders. Sie hatten ja die PLO mit Arafat. Und mit der wollte verhandeln. Der hatte ja mit Gotteskrieger nichts zu tun. Und deswegen das ist die große Gefahr gewesen. Weil wenn du mit jemand verhandeln kannst, dann musst du ja irgendwann, ich sage nur Oslo, auch mal liefern. Also musst du den austauschen, wegbringen, um ihn durch jemanden zu ersetzen, mit dem du nicht verhandeln kannst, damit du später sagen kannst, wir hätten ja ganz gerne, aber mit denen kann man ja nicht verhandeln. So, das ist das. Und das weiß ich doch auch alles. Und deswegen, ich bin doch zu schlau dafür. Das ist so lächerlich, es ist so schlecht und die meisten Leute wissen eben nichts, weil sie halt nichts wissen. Und es ist mir auch egal, ob sie es noch verstehen. Sind die Medien dran schuld? Also die meisten Menschen, die haben halt nicht weder die Lust noch die Zeit, sich groß mit Geschichte oder Politik zu beschäftigen. Die schauen halt Tagesschau, die schauen sich dann Dokumentationen im Öffentlich-Rechtlichen an und ja, wenn dann da ein sehr verzerrtes Bild von der Wirklichkeit dargestellt wird, wenn wichtige Dinge weggelassen werden, ich meine, das ist ja das viel größere Problem, nicht, dass unbedingt gelogen wird, sondern dass wichtige Teile der Realität einfach gar nicht erwähnt werden, sondern nur die Teile, die dem offiziellen Narrativ dienen. Ja, und dann gibt es halt einige Propagandisten, die sich dieses öffentliche Unwissen, dieses von den Medien und vom Bildungssystem produzierte Unwissen, die das dann nutzen, um ihre Propaganda durchzudrücken, um bestimmte Stimmen zu diskreditieren. Ich glaube, dass wir auf diesem Planeten dasgehend auch gar nicht ändern. Es ist ein Angebot des Systems. Hallo, hier ist so ein bisschen, es gibt nur Kinderschokolade, sonst gibt es keine Schokolade. Und Kaffee, der heißt immer Chibo. Wer das machen will und glaubt, dass Essen nur daraus besteht, dass man italienische Wochen bei McDonald's macht und dass das Homeoffice, dass das die neue Freiheit ist,
Die sind so geframed, da kann ich sagen, mach das. Mich interessiert es gar nicht. Ich kenne jede Menge Palästinenser, jede Menge Israelis, jede Menge Araber, Menschen auf der ganzen Welt, die das alle begriffen haben. Und deren großen Vorteil besteht darin, die gucken kein Fernsehen mehr. Die lesen das nicht mehr. Weil das ist so hohl, was da geht und suggeriert, dass wir alle dumm wären, unbillig. Aber so ist das eben nicht. Der Konflikt ist durchschaubar und der ist albern. Und da geht es immer nur darum, wie das ist auch psychologisch zu sehen, wenn der jetzt das Falsche sagt, da kriegt er eins auf die Mütze, weil eigentlich, der muss Unrecht haben. Aber warum wollen diese Leute Recht oder eigentlich Unrecht haben? Die müssen sich mal alle auf die Couch legen. Dass die sich mit einem Staat sympathisieren oder sich da, das ist doch eigentlich nur, weil sie ein Identitätsproblem haben. Die können nicht gegen ihre Eltern rebellieren. Oder sie werden in diesem kapitalistischen System, können sich selbst verwirklichen. Also suchen sich einen Gegner, wie man Fan von Bayern München ist, und dann kämpft man gegen 80, 60, wir müssen weg. Die spinnen doch alle. Das ist alles Quatsch. Wenn man wirklich friedlich ist, dann sagt man, lasst uns miteinander reden. Wenn man aber Unterdrückung erlebt hat durch unser System, dann braucht man ein Ventil. Und dafür dient diesen Leuten Geopolitik, wo man sich positionieren kann. Da ist ja der Herr Lanz der Beste, dann bringt er 2, 3 Bilder und tote Kinder, Vergewaltigung, schon wieder, also Brutkasten und so. Boah, ist das schlecht. Das ist ja wie damals im Ersten Weltkrieg, Deutschen als Hunnen. Du kannst doch nicht immer wieder denselben Trick machen und dann noch so Special Effects schlecht. Das ist wie die Styroporfelsen bei Star Wars in den 70ern. Da gibt's doch heute schon was Besseres, oder? Aber für die meisten Leute eben nicht. Und die sollen das gucken, die sollen das machen, sich das Maul zerreißen. Man wird dort nichts ändern. Wenn man etwas ändern will, und das ist für mich eine der großen Weltwunder, dann muss man es machen wie Fidel Castro. Dann muss man so schlau sein und das so aufstellen, dass man sogar mit 70 Jahren Embargo, zumindest gibt es noch Kuba, der hat einfach Tatsachen gesetzt und so eben nicht. Deswegen mochten die den auch nicht. Das ist ja interessant, 600 Anschläge der CIA und der hat überlebt. Warum? Weil er schlau war. Okay? Der wusste aber eben auch, du kannst viel reden, aber du musst auch in der Lage sein, dich zu wehren. An dem haben sich sogar die CIA 70 Kilometer von der Küste die Zähne ausgewählt. Das ist ein Vorbild, ja? Also tanz wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene. Das sind wirklich gute Leute. Und was wir hier haben an wer schuld und nutzt, tut immer so, als wäre das alles aus dem Nichts entstanden. Und das ist ein Intelligenztest, als wüsste ich nicht, wie Israel entstanden wäre. Als würde ich nicht wissen, dass es Schiiten und Sunniten gibt. Als wüsste ich, könnte ich den Orient nicht auseinanderhalten. Als wüsste ich nicht, dass man Utru spricht in Afghanistan. Als wüsste ich nicht, dass Indien aus X-Provinzen entsteht, eine wäre, ist Pakistan. Als wüsste ich das alles nicht. Als wäre ich blöd. Nee, ich habe mein ganzes Leben lang gelesen. Das ist natürlich ziemlich angefasst und das natürlich zu Recht. Also, dass Leute, die häufig wenig Ahnung von bestimmten Konflikten haben, dann glauben einem, diese erklären zu müssen, weil sie ja halt einfach nur das offizielle Regierungsnarrativ nachbeten und dann alles, was irgendwie davon abweicht, als Verschwörungstheorie, als Schwurbel, als sonst was, ich höre das so häufig, von Leuten, die sich für unglaublich schlau halten, sie halt alles diffamieren, was nicht hundertprozentig auf Regierungslinie ist. Da schreibt gerade einer im Chat, KenFM bei Lanz, das wäre der Hit. Der hat ihn nicht eingeladen. Ich würde das auch feiern, wenn er damals zu Gast wäre. Das wäre so witzig. Das wäre so witzig. Also nicht mal Michael Lüders wird ja noch eingeladen. Das ist ja mittlerweile furchtbar, was für eine geistige Monokultur wir im Öffentlich-Rechtlichen haben. Also manchmal Politiker von BSW und von AfD, die muss man halt einladen, weil sie halt irgendwie im Parlament sitzen und die ganz auszugrenzen, das würde, glaube ich, auch bei der Zuschauerschaft ein bisschen komisch kommen, aber einen freigeistigen Journalisten, ein feinen Denker, den lädt man nicht ein. Also Ulrike Güro, die war ja jahrelang auf Linie, dann hat sie bei Corona widersprochen, hat man sie noch eingeladen, übelst angefeindet, dann hat man sie bei der Ukraine widersprochen und seitdem lädt man sie gar nicht mehr ein. Seitdem darf sie nur noch bei in Alternativmedien sprechen. Also auch da erreicht sie eine große Zuschauerschaft, aber das ist ja schon ziemlich deutlich. Sobald du dem Narrativ zu deutlich widersprichst in zu vielen Standpunkten, sobald du zeigst, dass du ein Freidenker bist und nicht auf Linie bist, wirst du ausgeschlossen. Also es sind ja nicht die Alternativmedien, die Leute ausschließen, sondern die Mainstream-Medien. Und diese ganzen Medien, diese Lanz, diese Royal, wie Böhmermann, das ist was für Trottel. Das ist was für Trottel und ich guck's nicht. Ich lese Mausfeld, ich gucke Schollatur, ich reise viel rum und ich treffe überall auf der Welt unglaublich viele intelligente, belesene Menschen, nur die gucken kein Westfernsehen. Und das ist der Hauptpunkt. Die lesen keine Westmedien. Das ist nichts anderes als permanente Dauerverblödung und Propaganda, die da auch schützt, dass man hingucken muss. Weil wenn man das nämlich tun würde, Dieter, dann müsste man Verantwortung übernehmen.
Und das wollen wir nicht. Weil wir leben in einer Zeit, wo wir infantilisiert werden. Das kannst du ja auch gerade bei der aktuellen Politikergeneration anschauen. Du hast doch nicht das Gefühl, dass du bei einer Frau Baerbock, bei einem Habeck oder unserem Bundeskanzler, dass du es mit erwachsenen Menschen zu tun hast. Das ist wie große Kinder, die in der amerikanischen WG wohnen und sagen, Papi, was soll ich als nächstes tun? Leg mir bitte meine Wäsche raus. Das sind. Im Chat schreibt gerade einer, Lanz erinnert mich so ein bisschen an den Moderator aus den Tribute von Panem-Film. Absolut. An den erinnert die mich ziemlich stark. Leute, die nichts aus der deutschen Geschichte gelernt haben, die haben nur die Führung gewechselt, okay? Und das kann man natürlich auch machen, aber es ist nicht mein Job. Und wenn man das ausspricht, dann sagen, da hat er jetzt aber recht. Ich spreche aber überhaupt nichts Neues aus. Und wir haben es auch während der Corona-Phase ja auch gesehen, die ja auch entsprechend eingetütet wurde als psychologische Kriegsführung. Die Maske war ja nichts anderes als ein offen getragenes Parteiabzeichen. Und wenn man es getragen hat, hat man sich untergeordnet. Aber entscheidend war, dass der, der es nicht getragen hat in der Öffentlichkeit, der war für alle zu sehen und den konnte man zeigen. Das war dieses Gehorsamsexperiment im öffentlichen Raum. Es gibt aber die gute Nachricht. Unter den Nazis gab es ja auch Widerstand, darf man ja nicht vergessen. Das waren 3%. Aber bei Corona zum Beispiel waren 20% am Ende nicht dabei. Das heißt, das wächst. Und das versucht dieser Staat totzuschweigen. Immer mehr Leuten geht auf, dass was nicht stimmt, auch durch die sogenannten alternativen Medien, also die konzernfreien unabhängigen Medien. Und die gehen dann auf die Straße oder eben auch nicht. Hängt ihn ohne Rückgriffe aufs Dritte Reich argumentativ stärker. Also das ist, du musst jetzt nicht die schlimmste Zeit aus der deutschen Geschichte nehmen, eine faschistische Diktatur, wirklich alles gleichgeschaltet war und dann sagen, ach guck mal, heute sind mehr Leute kritisch zur Regierung eingestellt. Natürlich war heute Oppositionelle nicht abgeholt werden und gleich erschossen werden oder im KZ landen. Also das, dann fände ich ihn argumentativ wirklich stärker, wenn er nicht immer diese ganz große Keule rausholen würde. Das wäre, glaube ich, besser, würde auch, glaube ich, mehr Menschen erreichen. Und deswegen bin ich so froh, dass die Bauern das tun, weil eigentlich hätten das schon längst die Leute aus dem Mittelstand tun müssen. Spätestens seit der Pipeline-Sprengung hätten schon längst die Mittelständler auf die Straße gehen müssen. Warum müssen die Bauern? Die Bauern haben viel zu tun. Die wissen, dass es 4 Jahreszeiten gibt, obwohl das natürlich, was die Jahreszeiten angeht, nicht gerecht ist. Da brauchen wir sowas wie auch eine Geschlechtergerechtigkeit. Es wird 500 neue Jahreszeiten demnächst geben, vollkommen klar. Aber die Bauern sind eben konservativ, weil sie ja morgens raus müssen in den Stall mit den Gummistiefeln, die Kühe melken und die Äpfel ernten. Und deswegen brauchen die auch Zeit, um das zu machen. Und wenn das bei denen nicht mehr geht, dann gehen die auf die Straße und dieser Brand, Bauer, den kannst du ganz schlecht framen. Das ist wie Mutter. Wenn du sagst, ja, Mütter sind alle Nazis, das funktioniert nicht, weil jeder weiß, dass eine Mutter ist, weil er eine hat. Und Bauer wissen wir doch. Ja, die Bauern sind organisiert und sie treten für ihre Interessen ein. Wenn das die Gewerkschaften machen würden, wenn das die Gastronomen machen würden, also bei den Gastronomen wird beispielsweise auch gerade die Steuer erhöht, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie, obwohl die Gastronomie sich immer noch nicht vom Corona-Einbruch erholt hat. Also das ist doch irre. Warum schaffen die Gastronomen es sich nicht so zu organisieren? Warum schafft die Verbraucher es sich nicht zu organisieren, wenn in Summe eine viel höhere Steuererhöhung bei Gas und Fernwärme kommt, wenn die CO2-Steuer erhöht werden soll? Ja, wie gesagt, man muss sich halt zusammenschließen, man muss sich organisieren und erstmal auf die Straße gehen. Man muss sich öffentlich dagegen aussprechen. Ich meine, die Regierung merkt ja, wenn sie Gegenwind bekommt. Ich meine, die Regierung sieht ja die Umfragen. Es ist ja nicht so, dass sie das ignorieren würde. Also sie kriegt das schon alles mit. Sobald es Gegenwind gibt, schwächt sie zumindest die Intensität ihrer Handlungen ab. Oder sie fährt die Repression hoch. Und aktuell sehen wir beides. Mehr Repression und Abschwächung der Politik dort, wo es eben Widerstand gibt. Beispielsweise bei den Bauern. Dort sollte um 1 Milliarde gekürzt werden. Jetzt wird nur noch um 300 Millionen gekürzt. So, was immer noch viel zu viel ist, was immer noch irre ist und wo sie immer noch weiter demonstrieren. Also die Bauern, die lassen sich das nicht gefallen, solange bis alle Kürzungen zurückgenommen sind. Dort eben auch. Und deswegen hat sich auch der Staat lange zurückgehalten. Du siehst aber eben auch, und das ist so toll, wie widerlich dann irgendwelche Politiker wie der Herr Södolf sich dann ranwanzen und das erzählt. Ich kann den Bauern nur appellieren, nicht auf diesen Trick reinzufallen, weil es geht gar nicht um den Agrardiesel, es geht um die Korruption überall, aber die ist ja auch in der Raiffeisenbank mit drin. Und was ich machen würde, ist zum Beispiel, ich würde sagen, okay, wir kassieren den Rüstungsetat und schenken davon jedem Bauer einen Traktor, damit er keinen Kredit bei der Raiffeisenbank holt. Das würde ich zum Beispiel machen, ja? Das würde ich. Und wenn man das als direkte Demokratie vorschlagen würde, das Geld da rein, der Rest geht zur Deutschen Bundesbahn und dann halbieren wir noch die Hälfte der Gebühren, der GEZ-Gebühren und geben das in einen Opferfonds für Corona-Geschädigte, dann hätte ich sofort meine Mehrheiten. Ich muss dir einen Satz sagen, ich kenne Raiffeisenbanken, die auch sehr fair mit ihren Kunden sind. Also mir, ja. Mir ist die Raiffeisenbank die Sparkasse. Der Tim springt für die kleinen Banken. Also die Volksbank immer noch. Natürlich lieber, tausendmal lieber, ist mir klar. Aber auch ja, die sind genossenschaftlich organisiert, teilweise im Gegensatz zu den Großbanken.
Genau. Die Großbanken, die könnte man auch verstaatlichen. Also das ist so ein Sektor, der in der Vergangenheit die Finanzkrise mit ausgelöst hat, der gezeigt hat, dass er nicht in privater Hand sein sollte. Also die kleinen Banken, die kann man von mir aus teils in privater Hand lassen, die kann man genossenschaftlich lassen, das ist ganz gut so. Die großen Banken, sowas wie die Deutsche Bank, die haben gezeigt, dass sie nicht vernünftig wirtschaften können, ab in den Staat mit diesem Sektor. Also der Staat kann wenigstens dann gesamtwirtschaftlich sinnvolle Konjunkturpolitik machen. Das ist jetzt mein Vorschlag dazu. Das ist auch ein Vorschlag, den beispielsweise Rainer Flassbeck in der Vergangenheit schon geäußert hatte. Ist jetzt ein längeres Thema, aber wie gesagt, brauchen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Ja, ist vollkommen klar. Das ist klar, dass man beliebter ist als die Deutsche Bank. Es lebe Herr Abs. Aber auf der anderen Seite muss man auch, und wer eben, da sind wir dabei, wer aus der Reihe tanzen, wer es anders machen möchte, wer sagen kann, wer eben so schlau ist, ja, da sehen wir es mal wieder und sagt, hör zu, es geht am Ende des Tages ja auch um Ressourcenkontrolle und entsprechende Allianzen. Das war ja Herr Herrhausen. Der wollte ja eben nicht nur die dritte Welt entschulden, damit man auf Augenhöhe ist. Das ist ja genau das. Unsere Entwicklungshilfe entwickelt da ja nichts, sondern sie wickelt ab. Das ist was ganz anderes. Wir schaffen Häfen und Flughäfen, um deren Rohstoffe aus dem Land zu bringen. Und wenn diese Potentaten dieser korrupten afrikanischen Staaten nach Hause fliegen, dann meinen die Bern. Ich habe die alle getroffen. Ich habe mich mit Jean Ciglar auch darüber unterhalten. Der ist ja daran verzweifelt, dass er nicht wahrhaben will, dass seine sogenannten Partner korrupt sind, ja, so. Man kann schwarz sein und korrupt, das sieht man an Barack Obama, diesem Friedensnobelpreisträger. Also, wie gesagt, das muss man doch alles mal verstanden haben. Man muss doch mal Elijah Muhadeb verstanden haben, muss doch Nasser verstanden, man muss doch Malcolm X mal verstanden haben, sonst ist man doch, Fred Hampton, das Rosa Parks, das muss man doch irgendwann mal, man muss doch das Kapital auch verstehen und Karl Marx oder das muss, aber die studieren das immer alles nur so. Wie meint ihr das jetzt los? Na, Geld, das Geld, die Welt regiert, mein Freund. So meint er das, okay? Und wenn du etwas dagegen unternehmen willst, dann geht es eben nicht, indem du um Freiheit bettelst, dann musst du die dir ergreifen. Und jeder Staat, der heute irgendwo eine Flagge hat, hat eben gesagt, das ist meiner, das ist nicht durch Betteln entstanden. Frankreich ist nicht durch Betteln entstanden, England nicht. Aber uns hofft man immer, wir müssen das alles auflösen, das brauchen wir alles gar nicht mehr. Das ist alles globalisiert, das ist alles überflüssig. Und ich möchte an dieser Stelle, da bin ich auf der Seite von Herrn Orban, mal meine Metapher dazu zitieren zum Thema Nationalstaat. Ich bin hier für einen gesunden Patriotismus. Und das ist so ähnlich, wenn Europa ein Körper ist, das ist jeder Staat ein Organ. Und ich bin nicht dafür, dass mein Herz, Niere und mein Arschloch zusammenlegt. Weil da kommt nichts mehr raus. Verstehst du? Das ist so getrennt und das ist in gut und Ordnung, aber die arbeiten zusammen. Das ist zentral gesteuert, aber die arbeiten separat untereinander zusammen und machen eben ihren Job. Und jemand, der das eben auflösen will, der will aus uns Europa eine Amöbe machen. Das will er eben machen. Und da bin ich nicht dabei. Dass man als Ricarda Lang da keinen großen Unterschied sieht, das ist mir vollkommen. Ja, solche komplexen Metaphern sind natürlich immer schwierig. Also wir müssen in der EU zwei Dinge machen. Die Kompetenzen dort, wo es sinnvoll ist, zurück an die Nationalstaaten. Ansonsten ist es undemokratisch. Und die Strukturen in der EU endlich demokratisieren. Die Kompetenzen weg von der EU-Kommission hin zum EU-Parlament. Um das jetzt etwas weniger allegorisch auszudrücken. Also das EU-Parlament muss endlich zu einem richtigen, vernünftigen Parlament werden. Ansonsten, ohne Demokratie können wir kein vereintes Europa schaffen. Ohne Demokratie wird diese EU scheitern, weil sie eben Politik gegen die Interessen der Menschen macht. Also die EU ist ja in dem Zeitalter des Neoliberalismus entstanden. Die ist ja so ein neoliberales, technokratisches Gebilde. Das ist ja mehr oder weniger ihr Gründungsfehler. Also diese Idee der gesamteuropäischen Einigung, die ist an sich keine falsche, aber so wie die EU sich entwickelt hat, geht das eben nicht mehr weiter. Deswegen EU-Kommission entmachten, Kompetenzen ans Europäische Parlament, Kommissionspräsidenten am besten direkt wählen, Volksabstimmungen auf gesamteuropäischer Ebene und Kompetenzen dort, wo es sinnvoll ist, zurück an die Nationalstaaten. Damit wäre schon einiges gewonnen. Klar, aber da siehst du es eben, bildungsferne Schichten sind heute im Regierungsviertel, übrigens den Bauern sei gesagt, der größte Schweinestall der Nation ist das Regierungsviertel, da müssen wir mal durchfahren. Und wenn ihr Stall so hohl wäre, dann käme längst der Tierschutz. Aber das sind ja alles Leute, die dadurch glänzen von Kühnern und Co., die können ja nichts. Die können nichts. Und den Bauern, die sagen jetzt irgendwann mal, weil sie auf uns zu lange gewartet haben, wenn du als Landwirt heute was machen musst, du dauernd Nachschulungen machen, Tierschutz, Pflanzen X. Und da oben sitzen Leute, die haben vielleicht mal ein halbes Jahr ein Callcenter hier geleitet oder mal irgendwo ein Praktikum gemacht. Du kannst eine Claudia Roth, einen Kühnert, Frau Kühnerst, wie sie alle heißen, die kannst du nicht mal bei Aldi an die Kasse setzen, weil sie permanent die falsche Warengruppe eintippen würden. Und die lenken dieses Land. Und wir, die sogenannte Generation Greenpeace, Grün, wir sitzen in der Pyramide und relativ weit oben, denken, von wem werden wir eigentlich gelenkt? Kann uns aber egal sein, wir fahren ja in der Regel trotzdem noch unseren Land Rover und haben unseren Jagdhund, den wir dann in Hamburg rauslassen. Das heißt, wir verraten auch die, von denen du immer sprichst, die Arbeiter, weil wir auf die herabgucken. Und da sind wir bei den Linken.
Die Linken wollen mit den Arbeitern, die mit den dreckigen Fingernägeln nämlich gar nichts zu tun haben. Genau das ist der Punkt. Und deswegen, das ist heute alles verdreht, das ist heute alle Orbel. Eigentlich ist das, was die AfD macht, dass sie sich mit Arbeitern unter anderem auch beschäftigt, nicht nur. Das ist eigentlich der Job, den die Linken machen. Ja, aber dann Politik gegen die Arbeiter macht. Also selbst beim sozialpatriotischen Flügel in der AfD ist von Lohnpolitik keine Rede. Selbst dort wird nicht über eine vernünftige Steuerpolitik nachgedacht. Also es ist ja weiter eine Forderung der AfD, die Erbschaftssteuer komplett abzuschaffen, die Vermögensteuer komplett abzuschaffen. Also Vermögensteuer ist aktuell ausgesetzt. Bundesverfassungsgericht hatte mal gesagt, erneuert die Erhebungsgrundlage. Die schwarz-gelbe Regierung hat und alle folgenden Regierungen haben gesagt, nee, keine Lust, wir erheben die Werte von Immobilien nicht neu. Deswegen ist die Vermögensteuer ausgesetzt. Wenn man die Werte von Immobilien erheben würde, wenn man erheben würde, wie teuer die laut Marktwert wären, dann könnte man ganz einfach wieder eine Vermögensteuer einführen und dann von mir aus auch mit viel höheren Freibeträgen. Also es sollte so sein, dass kein Mittelständler mehr davon betroffen wäre, sondern dass die wirklich nur von den Superreichen bezahlt wird. Also ab einem Freibetrag von 5 Millionen, von mir aus auch ab 10 Millionen, ist jetzt nicht so wichtig, so hoch, dass kein normaler Mensch mehr davon betroffen ist, aber dass bei den Reichen endlich wieder, ja, ein bisschen was abgeschöpft wird, damit die Ungleichheit nicht noch weiter steigt. Und damit die Steuern für die Mehrheit der Bevölkerung endlich wieder gesenkt werden können. Aber sowas kann man der AfD ja nicht verkaufen. Ich meine, da wollen die ja jegliche Substanzsteuern abschaffen. Das ist ja bei denen komplett irre. Sollten. Und wenn man aber jetzt glaubt, dass die AfD alles anders machen würde, ich bin mal gespannt, wenn die AfD in den nächsten Monaten Landtagswahlen gewinnt und wirklich Macht bekommt, ob sie dann tatsächlich sagen, jetzt setzen wir das mal um, was wir kritisiert haben. Bin ich sehr gespannt. Also erstens, Gasversorgung mit Russland kommt wieder dann. Dann Army go home, wir schließen Rampen. Da bin ich mal sehr gespannt. Oder wir machen eine gerechte Besteuerung. Es kann ja nicht sein, dass hier Amazon 1 Million verdient und 50 Euro Steuer. Da bin ich sehr gespannt. Und ich glaube, ich kenne die Antwort. Diejenigen, die das machen werden, möglicherweise Herr Kupala, die werden kaputt gemacht, die werden rausgemobbt, weil die AfD heute ja schon lange nicht mehr die Partei ist, die sie mal war. Und andere wie Frau Alice Weidel, die ja auch, glaube ich, von Allianz oder sowas kommt, ja, oder Goldman Sachs, die wird vielleicht arrangieren, das schönreden. Und da bin ich gespannt. Und Hayek-Gesellschaft. Also solche Leute wie Weidel und von Storch, die würden gut mit der CDU zusammenarbeiten können, weil die eben noch neoliberaler sind als die Altparteien. Also die würden da gut reinpassen. Mit so Leuten aus dem sozialpatriotischen Flügel, mit denen hat man mehr Probleme. Wie der AfD-Wähler das eben schönredet. Ich glaube, mit dieser Spannung müssen wir uns jetzt begnügen. Wir sind alle gespannt. Ich sehe das übrigens ähnlich pessimistisch. Alles ähnlich pessimistisch wie du, Kevan. Und ich danke dir ganz herzlich. Was hast du heute Abend noch, eine Lesung? Hast du in den nächsten Tagen gelesen? Ja, mit diesen schlechten Nachrichten schließen wir also das Interview. Also alles beim Alten. Naja, was soll man zur AfD sagen? Solange sie so ein neoliberales Programm hat, solange der Neoliberale in den obersten Parteirängen sind, wird sie wohl wahrscheinlich nichts ändern. War ein interessantes Gespräch zwischen Dieter Dehm und Kevan Sofisiyavash. Man kann nur hoffen, dass die häufiger miteinander reden. Die machen das ja auch schon in der Talkshow Nachschlag, wo noch Paul Brandenburg dabei ist. Also wirklich immer schön, den beiden zuzuhören. Die ergänzen sich wirklich gut. Also Dieter Dehm so langsam und überlegt. Kevan Sofisiyavash haut immer die Fakten ganz, ganz schnell raus. Interessante Ansichten von beiden. Auf jeden Fall. Sind zwei interessante Köpfe, die auch in Zukunft noch für weitere Aufklärung hoffentlich sorgen werden.